Willkommen. In diesem Video lernen Sie, in welchem Sinne Richard Hönigswalds kulturphilosophische Grundlagen der Pädagogik eine Form von Bildungstheorie implizieren, auch wenn Hönigswald selbst den Begriff der Bildung und der Bildungsinhalte nur am Rande erwähnt. Seine Theorie der Kulturgüter als Lehrgüter und seine historisch orientierte Fassung des Problems der Geltung ermöglicht es uns indes, eine Theorie der Bildung mit Annahmen Hönigswalds anzureichern. Grundlegend für Richard Hönigswalds Theorie der Pädagogik in ihrer methodischen Bestimmtheit ist die Überlieferungstheorie von gegebenen Kulturbeständen. Pädagogisches Verhalten ist für Hönigswald von Beginn an die planmäßig gewollte Überlieferung des in einer Gegenwart gegebenen wissenschaftlichen und außerwissenschaftlichen Kulturbestandes an die nachfolgenden Generationen durch die Vermittlung der zeitlich Nächsten. Hönigswald geht also kulturphilosophisch vom Bildungsstand der Gegenwart aus, der aus den historisch angesammelten und überlieferten Kulturgütern besteht und bestimmt die pädagogische Aufgabe in der Vermittlung dieser Kulturgüter von der Generation der Lehrenden auf die nächste Generation der Lernenden. Bildung im Sinne der Pädagogik besteht mithin in der erfolgreichen Überlieferung dieser historisch tradierten Kulturgüter und Bildungsinhalte. Dabei fasst Hönigswald diese Kulturgüter und Bildungsinhalte im pädagogischen und auch ökonomischen Sinne als Lehrgüter, da sie kulturphilosophisch auf Kulturwerken, also auf der Praxis der Menschen beruhen und deshalb auch Werte darstellen. Der Gegenstand von Philosophie und Pädagogik besitzt dabei ein widerständiges Eigenrecht und daher auch einen Eigenwert. Dabei stellt sich hinsichtlich dieser kulturellen Werte und Bildungsinhalte die Frage ihrer Gültigkeit bzw. ihrer Geltung. Denn nur wenn die Werte der Kultur- und Lehrgüter Geltung beanspruchen können, sind sie nach Hönigswald objektiv und entsprechen in ihrer Gegenständlichkeit dem untersuchten Gegenstand. Der Geltungswert, die Objektivität und Gegenständlichkeit eines gegebenen Kulturobjekts ist dann nach Hönigswald erkenntnistheoretisch und im Rekurs auf Kant von der intellektuellen Verknüpfung seiner Elemente abhängig. Der Geltungswert dieser Verknüpfung bestimmt selbst noch den Gegenstandswert eines gegenständlichen Naturobjekts. Diese Geltungswerte stellen nun nach Hönigswald einen Wissens- und damit Bildungsbestand dar, den die Pädagogik überliefern soll. Dabei stellen Recht und Sittlichkeit, Kunst und Religion derartige Geltungswerte als Bildungsinhalte dar. Insgesamt existiert nach Hönigswald ein kulturelles System solcher Geltungswerte, die man durchaus als Bildungsbestand einer gegebenen Gesellschaft begreifen kann. Die Geltung und die Wahrheit sind dabei nach Hönigswald transzendental bestimmt und insofern nicht von der menschlichen Zustimmung und Anerkennung abhängig. Hönigswald formuliert dahingehend: Geltung und Wahrheit sind nicht, weil ihnen zugestimmt wird, sondern man soll ihnen zustimmen, weil sie sind. Wohl aber gehört nach Hönigswald zum Begriff des Geltungswerts, dass er wissenschaftlich und pädagogisch anerkannt werden soll und anerkannt werden kann. Die pädagogische Überlieferung von Geltungswerten als Bildungsinhalte ist allerdings nach Hönigswald der Prozess ihrer kulturellen und gemeinschaftlichen Anerkennung. Denn die sprachlich-gedanklichen Formen, in denen sich die Anerkennung eines Geltungswerts als Bildungsinhalt vollzieht, sind nach Hönigswald auch die ersten Ansätze für den Versuch ihrer pädagogischen Vermittlung. Das Gültige anzuerkennen ist mithin die Möglichkeitsbedingung der intellektuellen Fixierung seines Wertes, der wiederum zur Voraussetzung der sinnvollen pädagogischen Überlieferung wird. Die Pädagogik als Wissenschaft stellt sich so nach Hönigswald Aufgaben, die immer auch Aufgaben der wissenschaftlichen Philosophie als Erkenntnistheorie sind. Denn nur durch die philosophische Durchdringung gegebener Bildungsinhalte im Sinne der kantischen Erkenntniskritik kann die Wahrheit und die Geltung übermittelter Kulturgüter überprüft und bestimmt werden. Die Bildung des Lernenden soll mithin durch die anschauliche und sinnvolle Überlieferung und Vermittlung von gültigen und wahren Kulturgütern einer gegebenen Gesellschaft
als Bildungsinhalten erreicht werden. Darin besteht nach Hönigswald gleichermaßen der Sinn von Pädagogik und von Philosophie. Richard Hönigswald bestimmt den Sinn der Pädagogik als planmäßig gewollte Überlieferung des in einer Gegenwart gegebenen wissenschaftlichen und außerwissenschaftlichen Kulturbestandes an die nachfolgende Generation durch die Vermittlung der zeitlich Nächsten. Dabei setzt sich dieser Bestand aus historisch angesammelten Kulturgütern zusammen, die das Wissen einer gegebenen Gesellschaft darstellen. Hönigswald begreift in der Folge eben diese Kulturgüter wortwörtlich als Bildungsinhalte, weshalb sich seine Kulturtheorie auch als Bildungstheorie lesen lässt. Pädagogisch ist es äußerst relevant, dass Hönigswald die Gesamtheit der Kulturgüter als Lehrgüter bezeichnet. Dabei sind diese Kultur-, Lehr- und Bildungsgüter nach Hönigswald epistemologisch immer auf Wahrheit und Geltung zu beziehen. Diese bestimmt Hönigswald transzendentalphilosophisch als Werte, die in einem ersten Schritt regulativ vorausgesetzt werden. Die Geltung eines Kulturguts, also etwa einer wissenschaftlichen Aussage, bestimmt in der Folge durchaus ökonomisch den Geltungswert der Kulturgüter und ihren Wahrheitsgehalt. Insgesamt geht Hönigswald davon aus, dass diese Geltungswerte in einer gegebenen Kultur ein System darstellen, das durch Anerkennungsprozesse hergestellt wird und so den Kulturbestand einer gegebenen Gesellschaft konstituiert. Daher ist die Pädagogik nach Hönigswald als die Vermittlung anerkannter Werte konzipiert. In Richard Hönigswalds Grundlagen der Pädagogik aus dem Jahr 1980 findet sich eine elaborierte kulturphilosophische Theorie der Kulturgüter, die durchaus als Bildungstheorie betrachtet werden kann. Denn die in einer gegebenen Gesellschaft aufgehäuften Kulturgüter begreift Hönigswald auch als Bildungsinhalte. Dabei besteht der Sinn der Pädagogik in der gewollten Überlieferung eines gegebenen wissenschaftlichen und außerwissenschaftlichen Kulturbestandes an die nachfolgenden Generationen durch die Vermittlung der zeitlich Nächsten. Diese Formulierung findet sich im Werk Hönigswalds an mehreren Stellen mit leichten Varianten. Pädagogisch zentral ist also für Hönigswald die Vermittlung der Überlieferung von Kulturgütern, die als kulturelle Werte von Menschen praktisch hergestellt und historisch angesammelt werden. Diese Lehrgüter müssen gültig sein und Geltung beanspruchen können. Nur dann sind sie im erkenntnistheoretischen Sinne objektiv und wahr. Die Wahrheit eines Kultur- und Lehrguts hängt dabei immer von einem kulturellen System von Geltungswerten ab. Dabei spielt auch die gesellschaftliche und kulturelle Anerkennung eine maßgebliche Rolle. Pädagogik besteht mithin nach Hönigswald in der sinnvollen Überlieferung und Vermittlung von gültigen und wahren Kulturgütern, die als Bildungsinhalte den Lernenden zu vermitteln sind.